Hey, Sotelion hier und wir kümmern uns heute um eines der gefühlt größten und lästigsten Phänomene in Escape from Tarkov. Gleich nach den Cheatern kommen die unsäglichen Exit Camper. Und wir klären natürlich auch, wie ihr mögliche Probleme mit dieser Art Spielern in den Griff bekommt und den Frust vor allen Dingen darüber verliert. So, bevor wir uns heute einige Gameplay-Szenen näher ansehen, lasst uns über das Thema Camping an sich nochmal ganz in Ruhe sprechen. Folgende Ausgangsbasis. Ein Spieler möchte ein Zielgebiet beobachten, sucht sich dafür eine strategisch günstige Position und wartet auf auftauchende Gegner. Bis hierhin ist das eine ganz klassische Situation, wie sie sich für jeden Scharfschützen stellt und mit der wir in Escape from Tarkov selbstverständlich umgehen müssen. Und ich denke mal, Sniper sind in Tarkov nicht so das große Problem, über das sich jeder beschwert. In Escape from Tarkov selbst kommt verstärkend hinzu, dass wir eben sehr viele Außenbereiche haben, in denen sehr viel natürliche Deckung da ist, in Form von Büschen. Und das nutzen eben viele Spieler, sich in oder hinter Büschen zu verstecken, um dann plötzlich aufzutauchen. Und insbesondere, worüber wir heute reden wollen, Spieler, die sich im Bereich der Exfiltrationspunkte platzieren, um auf andere Spieler zu warten, um auf diese Weise leicht, in Anführungsstrichen, an das wertvolle Loot, an das wertvolle Gear anderer Spieler zu kommen, die vorher das Risiko eingegangen sind, in den Raids zu fighten, in den Raids zu looten und dann quasi kurz vorm Exit abgeschossen werden. So viel zum Thema Fairness. Die Schwierigkeit ist, im Nachhinein, nach einem Fight, wirklich festzustellen, was hier eigentlich passiert ist und ob es ein Camper war oder nicht. Denn ganz grundsätzlich gilt, je schneller wir uns über eine Karte bewegen, desto größer ist die Gefahr, einen sich langsam bewegenden Gegner oder einen stationären Gegner zu spät zu erkennen oder sogar zu übersehen. Der Standard ist sicherlich, wenn sich zwei Spieler auf einer Karte bewegen, Spieler A entdeckt Spieler B in großer oder mittlerer Entfernung. Spieler A will den Fight, sucht sich dafür eine günstige Position mit ausreichender Deckung. Wenig später wird Spieler B von Spieler A überrascht, stirbt entweder durch einen einfachen Headshot oder einen kurzen Fight, ist frustriert und vermutet, der hat hier die ganze Zeit gesessen und gewartet, das ist ein dämlicher Camper. So. Die Abwandlung oder die Verstärkung dieses Frustes kommt, wenn solch ein Fight im Bereich des Exfiltrationspunktes passiert. Und da müssen wir einfach mal auf unsere Raids schauen. Das ist sicherlich verstärkt der Fall, dass sich Spieler im Bereich der Exits begegnen zu zwei Zeiten. Und das ist auf vielen Karten, ich nehme jetzt mal Factory und Labs hier raus, sondern auf den anderen Karten, dass nach ca. 10 bis 15 Minuten für viele Spieler, die bis dahin den Raid überlebt haben, der Zeitpunkt gekommen ist, den Raid zu verlassen, sodass in diesem Bereich so 15 bis 20 Minuten nach Raidbeginn verstärkt Spieler Richtung Exit marschieren. Sie haben ihre Aufgaben auf der Karte erfüllt, haben was gelootet, haben vielleicht Gear von anderen Spielern abgegriffen und wollen raus. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt ist einfach eine verstärkte Konzentration auch im Bereich der Exits oder die Chance ist größer, dass ihr beim Rausgehen aus den Raids auf andere Spieler trefft. Das Gleiche passiert nochmal in den letzten 10 Minuten, bevor der Raid wirklich endet. Wenn also der Timer rechts oben auf eurem Bildschirm rot wird, die letzten 10 Minuten andeutet, dann ist das für viele das Signal raus. Und dann ist es natürlich so, wenn sich dann mehrere Spieler zu einem Exit begeben, ist die Chance groß, dass sich diese Spieler auf ihrem Weg natürlich irgendwann nochmal begegnen. Und dann kommen wir genau zu der Situation, die ich davor beschrieben habe. Wer sieht wen zuerst? Und die Ursache für so einen plötzlichen Tod ist letzten Endes in vieler Hinsicht Unkonzentriertheit. Denn man kann in meinem theoretischen Beispiel Spieler A schlecht vorwerfen, zu aufmerksam gewesen zu sein und quasi Spieler B zu schnell gesehen zu haben. Es ist aber definitiv so, dass bei uns allen am Ende eines Raids, wenn man
Ne? Man hat die Fights überlebt, man hat was Tolles gelootet, man ist von der Mitte der Karte bis kurz vor den Exit gekommen. Man sieht die Ziellinie schon. Hier lässt in vielen Fällen die Konzentration nach. Aus Vorfreude über den seltenen Gegenstand, aus Vorfreude das coole, tolle, wertvolle Gear abgestaubt zu haben. Und bumm, an der Stelle passiert's. Deswegen, was sind die Warnsignale? Worauf sollte man achten? Sicherlich als allererstes Wachsamkeit über den gesamten Verlauf des Raids. Wenn ihr auf der Karte seid, ihr wisst, wo die Exits sind und ihr hört Schüsse aus Richtung dieser Exfiltrationspunkte. Eigentlich fast egal wann, vielleicht nicht unbedingt die Schüsse direkt am Anfang eines Raids, aber wenn nach 10, 15 Minuten es beginnt in einem Bereich, wo ihr den Exit vermutet oder wo ihr wisst, aus der Richtung, da ist der Exit, immer wieder Feuergefechte kommen, ist das natürlich ein Indiz. Wenn ihr euch einem Exit nähert und ihr hört Einschläge, Schusseinschläge, auch wenn die Schüsse nicht direkt auf euch gehen, insbesondere wenn die Schüsse nicht direkt auf euch gehen, wachsam sein. Offene Türen. Einige Exits, beispielsweise auf Reserve, sind nicht irgendwo außen, sondern sind im Innenbereich von Gebäuden und in den Bunkern. Aufpassen, ob Türen schon geöffnet wurden, ob Lampen ausgeschossen wurden, ob ungelootete Leichen in der Gegend des Exits liegen. All das kann auf die Anwesenheit anderer Spieler hindeuten, mindestens darauf, dass andere Spieler hier schon in der Gegend waren. Und die können natürlich noch da sein. Demzufolge ist hier erhöhte Wachsamkeit einfach vonnöten. So, natürlich kann man der Überraschung durch einen Exit-Camper vorbeugen, auch wenn das nicht für jeden gleich einfach ist. Für Einsteiger ist das sicherlich eine schmerzvolle Erfahrung. Schließlich muss man als Einsteiger diese verschiedenen klassischen Campingspots, die auf den verschiedenen Karten durchaus existieren, zunächst kennenlernen. Aber ganz ehrlich, wer sich in Escape from Tarkov mehr als einmal an einem Exit von derselben Position aus abcampen lässt, ohne diesen Spot zukünftig zu checken, der macht was falsch. Und das ist etwas, das ist ein Lernprozess, da muss, glaube ich, jeder durch. Wie man Fights nachträglich analysiert, um besser zu werden, darüber haben wir erst in meinem letzten Tutorial-Video bessere Gegner und Replays gesprochen und das verlinke ich hier auch gleich nochmal. Von daher, wenn ihr hier noch was braucht, schaut euch dieses Video an. Ich denke, auch das hilft euch weiter. Also, checkt auf dem Weg zum Exit eure Umgebung. Checkt Camperspots, von denen ihr wisst, dass sie existieren, wo schon mal jemand gesessen hat. Checkt diese Spots aus großer, mittlerer Entfernung, durchaus mehrfach, weil auch jemand, der campt, heißt nicht, dass er immer nur an derselben Stelle sitzt, sondern dass er sich durchaus mal ein bisschen bewegt. Lauft vor allen Dingen abseits der Standardrouten zum Exit, also nicht immer nur auf dem ausgetretenen Pfad des kürzesten Weges. Nutzt Deckung auf eurem Weg zum Exit und nutzt wirklich Wege, auch wenn sie länger sind, wenn es ein bisschen länger dauert, wann immer ihr die Möglichkeit habt, hier etwas anders zu machen als die Masse der Spieler. Auch Camper müssen sich auf ihren Bereich konzentrieren und übersehen damit wohlmöglich, was links und rechts neben ihnen passiert. So, und nicht zuletzt das Argument für das gute Bauchgefühl. Exit-Camper sind in den seltensten Fällen wirklich gute Spieler, sondern sie müssen nicht umsonst auf dieses Mittel zurückgreifen. Und daher reichen eben meist schon kleine Abweichungen von der Regel und im Zweifel eine Granate, die einfach mal in die Richtung des Exits geworfen wird, um eine Reaktion zu provozieren oder indem man einen anderen Weg nimmt als die Masse der Spieler, um die Pläne dieser Camper zu durchkreuzen. Am Ende läuft alles auf eine einfache Weisheit hinaus. Es ist eine simple Frage der Konzentration und Aufmerksamkeit für das, was um euch herum passiert. So, und damit kommen wir zu den einzelnen Spielszenen. Und wir fangen mit der ersten hier auf Interchange an, die hier schon im Hintergrund läuft. So, ihr hattet es eingangs gesehen. Ich hatte vor dem Addict-Store ein Zweierteam gestellt, einen der beiden erwischt und mich dann langsam an die Leiche herangeschlichen. Wobei ich vermutet hatte, dass sie abgekämpft wird von dem zweiten Spieler, aber der hat es vorgezogen, seinen Kollegen zu looten und abzuhauen.
Ich habe glücklicherweise noch Killer killen können und demzufolge habe ich dann doch ein bisschen Gear dabei und gehe jetzt, ihr seht es oben, es sind noch 7 Minuten, Richtung Exit. So, die Situation ist geklärt und wir schauen uns das jetzt nochmal in Ruhe an. So, ich laufe hier Richtung Exit, checke gleich nochmal die andere Seite, ob hier weitere Spieler Richtung Exit laufen. Und in dem Moment, wo die ersten Schüsse kommen, versuche ich zunächst zu sprinten, um mir Zeit zu erkaufen und rauszubekommen, wo die Schüsse herkommen. Das klappt aber nicht, deswegen ist meine einzige Rettung hier, mich hinzulegen, um die Sichtlinie zu unterbrechen. Was man merkt, die Schüsse sind von weiter weg, denn man hört nur die Einschläge. Ich versuche im Liegen sofort meine Position zu ändern und so weit wie möglich von der Stelle wegzukriechen, an der ich mich hingelegt habe. Schmeiß meinen Rucksack weg, um möglichst leise zu sein und werfe einen Painkiller ein. Entscheide mich aber hier für die Golden Star, weil ich hoffe, der Gegner ist weit genug weg, dass es mir die Zeit gibt, das einzunehmen. Die Wirksamkeit der Golden Star ist einfach länger und ich weiß nicht genau, wie verletzt ich bin. Wichtig ist die klare Sicht. So, und jetzt höre ich ihn bereits sprinten. Das ist meine Chance, denn er ist offensichtlich ungeduldig. Ich versuche noch so weit wie möglich von der Stelle wegzukommen. Und da ist er bereits. Das scheint funktioniert zu haben. Eine Granate hinterher zur Sicherheit. An dieser Stelle war es die Ungeduld meines Gegenspielers, die mir hier überhaupt erst die Chance gegeben hat, darauf zu reagieren. Denn er war in einer besseren Position. Er hatte mich ziemlich runtergeschossen. Ihr seht es, meine Rüstung ist komplett weg. Er war offensichtlich näher am Exit als ich. Er hätte mich also einfach weiter auscampen können und mich in arge Bedrängnis gebracht damit. So ist er nicht rangelaufen an mich, sondern wirklich rangesprintet, hat damit mir erst überhaupt die Möglichkeit gegeben zu merken, wo er eigentlich ist. Und das Ergebnis, denke ich mal, spricht für sich. So, es hat sich dann sogar noch herausgestellt, dass dies höchstwahrscheinlich der zweite Spieler dieses Zweierteams war, welches ich am Anfang vor dem Alex-Store gestellt habe, denn er hatte das Gear seines Teamkollegen dabei. Und nochmal, an dieser Stelle, ihr seht, nicht nur ich selbst bin unter Zeitdruck gewesen, hier rauszukommen, sondern der Schlüssel zum Erfolg in dieser Szene war einfach, dass mein Gegenspieler gedacht hat, er hat mich gekillt und dann viel zu schnell, viel zu zielstrebig auf mich zugerannt ist. Und das hat mir überhaupt erst die Möglichkeit gegeben, mich hier effektiv zu verteidigen. So, mich freut's, ich bin rausgekommen, es war eine ganz schöne Runde dann doch. So, damit kommen wir zur zweiten Szene. Ich bin hier auf Reserve in einem Nachtraid, befinde mich in den Bunkern. Ich habe bereits meinen Exit, den kürzlich dazugekommenen Exit D2, geöffnet und bin jetzt auf dem Weg dahin. Ich fühle mich in dieser Situation hier einigermaßen sicher, weswegen ich mir die Zeit nehme, den einen oder anderen Strahler auszuschalten. Einfach aus dem Grund, falls mir hier noch jemand begegnet in diesen engen Räumen, will ich mit meinem Nachtsichtgerät bestmögliche Sicht haben. Und ihr seht's, dafür stören diese Strahler extrem. Und auf einmal
höre ich Sprunggeräusche. Exakt da, wo mein Exit ist, nämlich hier links neben mir. Und das heißt extreme Vorsicht, denn vor mir liegen extrem enge und verwinkelte Räumlichkeiten auf dem Weg zum Exit. So, die Tür ist zu, aber ich weiß, da ist jemand drin. So, ich sehe, mein Rucksack ist recht voll. Ich entscheide mich, ihn für den Moment zurückzulassen. Einerseits sicherlich, um meinem Gegner nicht das Loot zu schenken, aber viel wichtiger, um im Zweifel wirklich leise schleichen zu können, denn ich wäre ansonsten viel zu schwer gewesen. Aber es ist klar, von den Geräuschen, die ich jetzt hier schon mache, dass er auf alle Fälle auch wissen wird, dass er Besuch bekommt. So, und jetzt heißt es, Stück für Stück den Weg zum Exit absuchen. Nach meinem Gegenspiel. So, dieses langsame Stück für Stück in jede einzelne Ecke schauen, ist natürlich auch ein enormes Risiko für mich, denn ich bewege mich langsam, gleichzeitig gut hörbar für den Gegner und ihr seht's, der Weg ist hier so schlauchig, dass man gerade an solchen Stellen wie hier bei der Treppe kaum eine Möglichkeit hat, so zu pieken, dass einen jemand, der dahinter wartet, nicht direkt erwischen kann. Aber ich muss einfach Stück für Stück hier diesen Gang absuchen und schauen, wo mein Gegner gegebenenfalls ist. Ich weiß nicht, ob er raus ist. Aber ich gehe hier auf Nummer sicher. So, ich habe ihn erwischt. Und auch jetzt schauen wir uns diese Szene nochmal genauer an. So, hier seht ihr nochmal, wie eng es hier in diesem Fall war. Man hat wirklich kaum Möglichkeiten, sich anständig zu bewegen. Granaten, wenn man genügend hat, sind hier sicherlich ein Mittel. Das ist eins, was ich persönlich viel zu wenig einsetze. Das ist definitiv ein Tipp für euch, davon mehr Gebrauch zu machen, denn damit kann man durchaus Bewegung des Gegners provozieren. Der Raid, den wir hier sehen, ist ein ganz früher, als der Bunker frisch ins Spiel gekommen ist. Deswegen checke ich hier auch diesen Raum hier hinten, der für uns gar nicht zugänglich ist. Aber das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Ich wollte einfach sicher gehen, nichts zu vergessen. Und jetzt seht ihr es gleich. Dieser kurze Peak reicht aus, um eine Reaktion zu provozieren. Wichtig ist, dass ich danach eben wieder zurückgehe. Er fängt an zu schießen. Das heißt, er hat automatisch weniger Munition in der Waffe. Ich kann dann entscheiden, wie ich den Fight angehe und dann ist es gar nicht so schwer. Diese Situation ist aber typisch für viele Situationen, wo man am Ende Exit Camping vermutet, denn ihr habt es gehört am Anfang, er war wahrscheinlich selber auf dem Weg zum Exit und hat versucht, sich zu orientieren. Wie gesagt, zu diesem Zeitpunkt, als dieser Raid hier stattfand, war dieser Bunker Exit noch ganz, ganz neu. Er hat mich gehört, hat seine Chance versucht zu nutzen, auf mich zu lauern und ich wiederum hatte hier das bessere Ende für mich. Wichtig war eben wirklich aufmerksam zu bleiben bis zum Schluss. So. Und jetzt geht's raus. Und wir gehen damit zum dritten Beispiel. So, auch diese letzte Situation stammt von Interchange, denn das ist die Karte, wo ihr wahrscheinlich am ehesten auf Exit Camper stoßen werdet, einfach weil es hier nur diese zwei zentralen Exits gibt, die von der Masse der Spieler genutzt werden. Den einen im Nordwesten und den zweiten in Emmerkommer, zu dem ich gehe, im Südosten. Und ich lasse euch jetzt hier mal mit dem Kommentar aus dem Stream allein. Bitte entschuldigt, das Mikrofon war hier im Stream nicht korrekt eingestellt, deswegen klingt meine Stimme so ein kleines bisschen übersteuert, aber ich denke, ihr bekommt trotzdem alles mit, was hier wichtig ist.
Die Kugel ist doch nicht umsonst hier lang geflogen, oder? Es kann sein, dass jemand extracted hat und nochmal geschossen. Ah, Junge, dich hole ich mir. Den Camper hier in dieser Situation letzten Endes zu erschießen, war gar nicht so schwer. Viel wichtiger war, dass ich frühzeitig diesen ersten Schuss von ihm gehört habe, den Querschläger, und demzufolge frühzeitig angefangen habe, nach ihm zu suchen. Und hier dieses Dach auf Interchange ist eines der ältesten und bekanntesten Spots für Exit-Camping auf den Emmercom-Exit. Und jetzt seht ihr, jetzt läuft der Counter oben los, die letzten 10 Minuten stehen an und ich muss mir hier überlegen, ob die Schüsse, die ich höre, noch weit genug weg sind von der Position, in der ich hier gerade bin, um diesen Spieler noch looten zu können. Und jetzt entscheide ich mich dafür, eben auch zu rennen. Vollkommen egal, was jetzt hier noch an Krach passiert. Da schießt ein Scav auf mich. Den Scav hatte ich vorher schon geortet, deswegen gucke ich jetzt gar nicht, ob das ein Spieler ist. Ich versuche hier nur so schnell wie möglich zu checken, was hier noch bei ihm zu holen ist. So, und damit heißt es jetzt auch für mich, endgültig hier aus dem Raid zu verschwinden. Die Zeit läuft ab. Der Scav hat Aggro auf mich, deswegen nehme ich hier den Weg rechts und nutze diese kleinen Vertiefungen neben der Straße, um auch dann jetzt beim Sprint möglichst schlecht sichtbar für andere Spieler zu sein. Und ich hoffe, diese Tipps und die einleitenden Erläuterungen zum Camping an sich helfen euch dabei, Situationen zukünftig besser einzuschätzen, aufmerksamer zu sein, sodass auch für euch das Problem Exit Camping nicht mehr das vordergründige Problem in Skipping Tarkov ist. Denn wenn ihr in euren Raids konzentriert bleibt bis zum Schluss, habt ihr definitiv einen Vorteil gegenüber diesen Campern und keine schlechten Chancen, diese Fights auch kurz vor Schluss für euch zu entscheiden. Damit verabschiede ich mich. Wenn ihr mehr sehen wollt von meinem Gameplay, ich streame wochentags ab 20 Uhr auf Twitch. Und ansonsten seht ihr mich natürlich hier wieder auf YouTube. Macht's gut.